Was sind sogenannte Talahons? Ja, genau so habe ich dann auch geguckt, als ich diesen Begriff in den letzten Tagen das erste Mal mitbekommen habe und möchte mit euch, weil ich bin ja jetzt nun auch schon 40 Jahre alt, darüber sprechen, was das eigentlich ist und wie absolut schlimm das auch ist und teilweise in der Social-Media-Welt bei TikTok beispielsweise komplett verharmlost wird. Denn, Zitat, bei der Bild, widerlicher TikTok-Trend Talahon. Hon, wie auch immer man es genau betont. Die, Zitat, die Frau muss Hausfrau sein. Meine Hausfrau. So die Aussage einer dieser Talahon-Kandidaten. Und damit moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, jetzt gerne ein Abo dalassen. Und ich mache dieses Video, weil wie gesagt, ich bin jetzt auch schon 40 Jahre alt und komme mir langsam vor, bei manchen Begrifflichkeiten oder Jugendsprache, das verstehe ich schon nicht mehr. Das übersteigt dann schon irgendwo meine Kenntnislage und dementsprechend ist so ein Video, denke ich, ganz hilfreich für den einen oder anderen. Also, die Erläuterung. Sie sind 14 bis 25 Jahre alt, meistens Migranten, oft mit deutschen Pässen und sie haben ein Weltbild aus dem Mittelalter. Sie sind die Talahons. Frauenfeindlich, sexistisch, patriarchisch und gewaltverherrlichend. Also schon mal vier ganz großartige Eigenschaften, aber vielleicht genau das, was wir hier in diesem Lande benötigen, damit einige Leute doch mal realisieren, was mit der Gesellschaft in Deutschland seit Jahren hier eigentlich abgeht. Während in den Geschäften der Fußgängerzone Pride-Flaggen wehen, erobert eine neue Jugendbewegung die Innenstädte. Junge Migranten mit Umhänge oder Bauchtaschen, das ist ja auch so dieser Trend, die haben dann ihre Bauchtaschen oder halt diese so diagonal aufgehangenen Taschen hier über die Schulter von Gucci, Armani oder Lacoste und noch mehr falschen Luxusklamotten. Und ich weiß noch nicht mal ganz genau, sind es wirklich gefälschte Sachen? Also ich glaube, bei dem einen oder anderen sind das bestimmt auch schon Originalsachen. Und woher das Geld kommt, die Frage bleibt schuldig. Sie laufen stets in Gruppen durch die Innenstädte, haben anrasierte Köpfe. Also ich schätze mal, hier geht es so speziell um diese Seitenbereiche und was es da in der Moderne heute gibt. Sie klauen, pöbeln und strotzen nur so vor Selbstbewusstsein, geben sich auf TikTok die Gangsterpose. Vielleicht irgendwie so oder sonst was, ich weiß es nicht. Durch soziale Netzwerke haben die Jugendlichen einen Namen, Talahons. Der Name leitet sich vom arabischen Tal Hunar ab, was komm her heißt. So, also da sehen wir schon mal eine ganz interessante Erklärung zu dieser Begrifflichkeit. Und erfunden hat diesen Namen ein Rapper namens Hassan. Sein Lied geht seit einigen Tagen viral. Er rappt, Zitat, Talon, ich zieh dich zur Ecke. Deine Jungs sehen, wie ich dir das Messer steche, Blut lecke und stecke deine Leiche in Säcke. Wisst ihr Leute, so etwas ist die Musik der Generation. Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Das ist schon eine sehr, sehr krasse Entwicklung, die wir hier gerade sehen. Aber wichtig ist es für die Innenministerin natürlich nicht jemand, der hier von Messerstichen und Leiche in Säcke zu verpacken vorgehen möchte, sondern dass man ein Kompaktmagazin, das eben kritisch auch über die Innenministerin berichtet, dass man das verbietet, weil die GmbH ein Verein ist. Seitdem wird das Bild des Talahons tausendfach reproduziert. Manchmal auch halb ironisch nach dem Motto, ich stehe zu meiner asozialen Identität. Ne Leute, also was hier mittlerweile abgeht. Ich bin am Überlegen gerade, ob ich euch den Rest überhaupt vortragen kann. Was die von sich geben, das ist so besonders frauenverachtend. Im Internet gibt es hier weiter Formate, werden diese Talahons befragt. Das hat bestimmt der eine oder andere mitbekommen. Da ist dann einer, der hat so einen TikTok-Kanal, einen YouTube-Kanal oder sonst was und hält dann so ein kleines Mikrofon dem gegenüber hin und die besprechen dann über Sachen wie, was weiß ich, wie steht ihr zu Frauen? Und dann wird es ganz, ganz interessant. Wie steht ihr zu diesem Thema? Was sagt ihr zu Palästina und Israel und solchen Aktionen? Oder aber auch, wie findest du oder deine Klamotten sowas ganz einfach? Und dann prahlen sie damit, ja, meine Gucci, was weiß ich, die Hose hat 5.000 Euro gekostet, die Jacke liegt bei 17.000 Euro und was weiß ich, was die dann für Preise da raushauen. Und das Ganze heißt dann hier, zwei Frauen stehen eingekeilt zwischen jungen Migranten. Die Männer springen wie wild um sie herum. Einer schreit, Zitat,
Willst du meine afghanische Gurke? Du Schl. Ich spreche das Wort nicht aus. Er beschimpft eine Frau, mit der er hätte verkuppelt werden können, die aber nicht auf ihn steht. Zitat: Dein Gesicht sieht aus wie mein das Geschlechtsteil des Mannes. Also, wir befinden uns mittlerweile in einer Welt, wo du wirklich denkst, so kann man sich doch Menschen gegenüber nicht verhalten. Was soll denn das? Was ist denn das? Also, ich habe in meiner Jugend, in meinem Elternhaus, ein anderes Verhalten gelernt. Offensichtlich ist das hier nicht der Fall. Und da frage ich immer wieder, das ist ja so die grundsätzliche Frage, warum sich gerade für die Flüchtlingspolitik auch so viele Frauen in Deutschland einsetzen, bekommen die mit? Und ich will das nicht verallgemeinern, es sind bestimmt nicht alle der Kandidaten so. Da gibt es auch andere, keine Frage. Ne? Das sind nur Einzelfälle hier. Talon nur ein Einzelfall, genau. Deswegen auch Videos mit Millionen Aufrufen auf den Plattformen, zahlreiche Abertausende, die man schon in den verschiedenen Videos gesehen hat. Aber gut, das sind Einzelfälle, wir wissen das ja, wie Einzelfall definiert wird. Aber nochmal, wie kann es denn sein, dass bei so einem frauenfeindlichen, so einem rückständigen Menschenbild die Frauen selbst sich dafür aussprechen, diese Menschen, ja. Es gibt nur 4 Arten von Frauen, heißt es hier von einem Kandidaten, der sagt das. Eine zum Kochen, eine zum Putzen, eine zum SEX und mit einer kannst du machen, was du willst. Das ist das Weltbild und besonders das Frauenbild, was nicht alle, aber einige dieser jungen Kandidaten haben und verbreiten. Und wir wissen doch, es gab doch in welcher Stadt war es? Genau, es war in Gera, als diese Jugendgruppe, man hört ja nichts mehr davon, nebenbei gesagt, Grevesmühlen, man hört ja auch nichts mehr davon, was da abgegangen ist und so weiter, fällt mir gerade so nebenbei ein, aber in Gera, diese 20-köpfige Jugendgruppe, die wiederum den deutschen Jungen da aufs Schärfste verprügelt hat. Da gab es ja noch andere Videos, die von diesen Kandidaten aufgetaucht sind und die sich auch ganz abschätzig gegen Frauen gegenüber in so einem Hin- und Her-TikTok da ausgesprochen haben. Das Ganze geht ja dann noch weiter. Er führt mit Fäusten und Tritten vor, wie er ihn zusammenschlagen würde, hier so einen anderen Rivalen und Kandidaten, Zitat, danach würde ich den Krankenwagen rufen. Mit Sexualgewalt quälen würde er ihn auch. Ich lasse ihn auf Flasche sitzen. Nein, auf Eiffelturm. Die Frau darf nicht raus. Sie muss Hausfrau sein, meine Hausfrau. So sind die Einstellungen, so sind die anerzogenen Weltbilder, die sich hier bei zahlreichen dieser Kandidaten ergeben. Ich kann es euch nicht irgendwie in einer Art und Weise besser darstellen. Das ist die Realität. Und ich frage mich, wie mag es im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, 2050 aussehen oder vielleicht auch schon 2030 und 2035. Ich halte euch im Laufenden, wie es geht. Schreibt mal in die Kommentare rein. Habt ihr das gekannt, was dieses Talahorn ist? Und was haltet ihr denn davon? Danke fürs Zuschauen, Abo nicht vergessen und ciao.